Hallo und willkommen zu einem neuen Part. Tja, wir haben hier gerade vorhin unsere Lesestunde, Leseminuten, beendet. Und jetzt werden wir weiterhin sehen, was jetzt eigentlich mit dem Schiff los ist und warum die alle so schnell geflüchtet sind. Hier scheint nämlich schon mehr oder was los zu sein mit dem ganzen Alarm und der Action-Musik im Hintergrund. Da brennt's, das ist aber nicht gut. Tja, ich kann jetzt nicht auf Mörder überrascht und die ganze Zeit, oh mein Gott, wie cool, guckt euch das an, schreien. Obwohl ich es mir die ganze Zeit denke, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich hatte das schon gespielt. Und als ich das erste Mal gespielt habe, ehrlich, ich finde es einfach toll, wie sich die Locations auch ändern. Ich meine, wir waren gerade vorhin wo waren wir da? Wir waren auf einer, unter Wasser, ne? Und jetzt sind wir in einem Schiff und müssen uns da dann die Freiheit erkämpfen und so schnell wie es geht rauskommen, während sich das Schiff da dann langsam nach unten dreht. Warte, wie ging denn das nochmal? Genau. Hochhammern müssen, sowas. Eben, ich finde, das ist einfach nur grenzgenial. Da merkt man, dass sie es nicht fad haben machen wollen. Sie haben sich einfach darum gekümmert, dass Spannung erhalten bleibt, von der Story her, einfach von allem und das gefällt mir. Das gefällt mir irrsinnig gut. Ich glaube, das Ding hat mich beim ersten Mal ein paar Mal erwischt, das muss ich jetzt zugeben. Okay. So, sind wir oben angelangt. Weil langsam sollten wir hier schon raus. Es passiert noch was. So. Also ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Totaler Schock, so, oh mein Gott. Okay. Oh, der Ausgang. Aha. Okay. Ach so, ja, jetzt kann ich wieder erinnern. Ich glaube, da konnte man ja wählen, was man anziehen möchte, nicht? Genau, sowas. Leichtes Dschungeloutfit, mittleres Dschungel. Also, weiß irgendeiner, was das ändert? Ich hatte nämlich keine Ahnung, ob das jetzt dann irgendwie der so große Unterschied ist, ob man jetzt das leichte oder das mittlere trägt. Wir sind im Dschungel, es ist schwül, aber es sind gleichzeitig auch Insekten. Gut. Ja, es kommt wieder die Frau in mir, ne? So, oh mein Gott, was soll ich anziehen? Ha, Hilfe! Das haben die bestimmt noch für Frauen eingebaut. Ja, was weiß ich? Mir ist das ja sowas von wurscht. Ich meine, es sieht den Beinen super aus. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist die Hose, meine Güte. Ja, wir können uns einmal ein bisschen leichter anziehen. Oh, na, da bin ich ja gut im Auswählen. Maschinenpistole. Schrotflinte, Sturmgewehr. Ja, ich glaube, Haien werden wir eher hier weniger begegnen. Betäubungswaffe möchte ich eher weniger. Sturmgewehr, Schrotflinte. Ah, wir haben Maschinenpistole. Ich meine, gleichzeitig ist es toll, dass sie ihnen diese Freiheit geben, es auszuwählen, aber andererseits frage ich mich, ob das nötig ist. Ich kann es nicht genau beantworten. Also, bestimmt nicht. Ich weiß es nicht. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen.
Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruin unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheimsip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. Ich muss schon sagen, dass sie mir ein bisschen abgehen. Weil früher, da hat man sie ja immer quasi mit dabei gehabt durch dieses... keine Ahnung... Hörgerät. Hörgerät ist vielleicht etwas übertrieben. Nur ja, das ist jetzt natürlich nicht mehr so, ne? Oh Gott. Oh mein Gott, und ich dachte, wir begegnen hier keinen Haien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich würde gern trotzdem vorher nochmal tauchen. Mari ist ja schön. Wir haben ja gerade als Projekt Mad Paintings. Mad Paintings wurden ja auch damals so verwendet, wenn man sich, also wenn man einen Film gemacht hat und man jetzt nicht das Geld hatte, um extra dorthin zu fahren und dort einen Film zu drehen, dass man auf Glasscheiben bestimmte Hintergründe gezeichnet hat und dann somit das Flair bestimmt hat, dass es so aussieht, als würde man jetzt wirklich dort sein. Und ich zeichne da nur Unterwasserwelt und deswegen musste ich mir jetzt einfach mal einiges angucken. Tja, okay. Dann geht's hoch in die Lüfte. Ich liebe diese Kletterei. Ich hoffe, die wird auch im neuen Tomb Raider nicht zu kurz kommen. Ich frage mich, ob man da auch erfährt, wie sie Sib und Alessa kennengelernt hat. Das wäre nämlich auch ziemlich interessant. Wir werden jetzt einem Bias die Erklärung gegeben, wie es geht oder wie jetzt. Na gut, mich soll es ja nicht stören. Hä? Oh, ich liebe es einfach nur. Ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber wenn ich hier so herumkletter, dann... Es kommt irgendwie wie so ein entspanntes Urlaubsfeeling auf ein bisschen. Einfach, ich glaube, das machen auch diese Geräusche zum Teil, dieser Wasserfall. Und die Vögel. Einfach das alles. Ihre Pose. Ja. Yeah. Präsentationspose. Wie ging es denn da weiter? Ach je. Ah, die Mauer. Sag jetzt nicht Wandsprung. Sag jetzt nicht Wandsprung. Nee, der kommt wohl etwas später. Ich glaube, ich kann mich wieder erinnern. Jetzt kommen ja gleich ein paar größere... Katzis, ne? Ja, da hört man schon. Oh. Da hört man schon. Hui! Das muss bestimmt voll den Spaß machen. Ah, wo seid ihr? Irgendwie ist das Wahnsinn. Ich meine, also ich habe es gesagt, ein bisschen Wahnsinn, aber dann nicht weiter gesprungen. Ich meine jetzt dieser, einfach wenn du, wenn man sich das anschaut, wenn sie da so rollt, das schaut einfach wahnsinnig gut aus. Ich meine, jetzt nicht, weil sie gut aussieht, natürlich sieht das auch gut aus, aber ich meine, diese Flüssigkeit nicht. Man muss das mal skizzieren, jemanden, der einfach so mal rollt.
Den werden wir gleich begegnen. Fisch, da ist nichts drin. Ist auch nichts drin im Fisch. Und was ist da drin? War klar. Diesmal sind es die Runden mit den Schätzen. Ja, letztens hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, dass das immer so weh tut, wenn er sieht, wie sie da dann gegen diese Vasen tritt. Die Lehrer. Da muss ich sagen, auf das habe ich zwar gar nicht so geachtet, aber wenn man darauf achtet, dann kann das weh tun, ja. Boah, warte. Das ist doch die, da wo ich nicht herausgefunden habe, wie es gegangen ist die ganze Zeit. Uiuiui, da kann ich mich wieder erinnern. Ich hab sowas von keinem blassen Schimmer. Ich bin hier gestanden und mir gedacht, was wollen die von mir? Ich habe nicht gewusst, was ich hier machen soll. Okay, überlegen wir kurz. Da oben müssen wir hin. Mhm. Boah, ich glaub's nicht. Damals habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Und was? Jetzt mache ich es nicht besser. Ich weiß es immer noch nicht. Ach Gottchen, dabei ging es so leicht. Ich wette mit euch, ich werde nicht drauf kommen, die ganze Zeit über nicht. Wir werden jetzt hier sowas von feststecken. Das war schon, ich weiß nicht. Ich bin hergekommen. Stand ich hier so? Dann war okay, gut. Und weiter. Ich meine, vielleicht war es wirklich ein Bahnsprung. Weil überlegen, hier ist. Ah! Oh. Oh. Moment. So haben wir es richtig, genau. Puh. Gerade noch so, ne? Aber ich finde, diese Wandsprünge sind schon ziemlich cool. Wie gesagt, da bin ich schon richtig gespannt aufs neue Spiel, weil neues Schusssystem, neue Story, vielleicht sogar neue Art und Weise, sich fortzubewegen beim Klettern. Das wird schon richtig interessant werden. Ui, da wird immer lauter. Wir sind doch nach links, oder? Ich meine, gut, die Kamera war jetzt ein bisschen blöd, da habe ich es nicht gesehen, aber ich habe eindeutig den Stick nach links gedrückt. Also nur, um das jetzt nochmal festzuhalten. Aber okay, gut. Dann eben nicht. Ich springe immer vorbei, oder? Es geht nicht anders. Egal, das kriegen wir schon hin. Ich muss gerade überlegen, mein erstes Tomb Raider habe ich gespielt, ohne zu wissen, dass ich Tomb Raider spiele. Ah, was ist das für eine Cam, bitte? So, ja, passt. Das war damals ganz komisch. Ich habe eine PlayStation 1 und wie klein war, habe ich darauf immer Spiele gespielt. So, Spyro war mein erstes Game zum Beispiel. Und dann habe ich, also da gab es dann immer so eine Art Grabbelkiste. Da waren lauter CDs drin, ohne Hülle zum Teil. Und da habe ich mir immer eine rausgenommen und habe es einfach eingelegt und geguckt, was kommt. Einfach so, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Und dann bin ich da halt, irgendwie stand dann immer irgendwas mit Last Revelation oder so. Und dann hat man da immer, dann ist man da so eine Frau gewesen, die ist dann mal herumgehampelt. Und man hat dann so einen Führer gehabt, der ist mit einem durch so eine. Oh, die Musik ist ganz schön. Warte jetzt, ich muss einfach mal kurz die Musik auf uns wirken lassen, bevor ich da weiter erzähle, okay? Die Musik und dieses Flair dazu. Okay, Entschuldigung, aber das war jetzt echt nötig, ne? Ich meine, wenn man schon so eine schöne Musik macht, dann
sage ich, da gehört echt mal ein bisschen Respekt dazu. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Last Relation. Es ist übrigens schon vorbei, die Zeit, was ich so mitbekommen habe. Aber ich werde jetzt einfach mal ein bisschen überziehen und noch ein bisschen erzählen und klettern. Hoffe, das macht euch nichts aus. Moment, komme ich denn da runter? Also nur so, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich, damals, ich war wirklich noch so klein, ich habe keine Ahnung von Speichern oder Laden oder sowas gehabt. Das muss ich jetzt echt mal zugeben. Und es war einfach so, ich habe angefangen, dieses Spiel zu spielen. Und ich bin an diesem etwas älteren Führer einfach so nachgeratscht, habe diese Übungen gemacht, die auch er gemacht hat. Und irgendwann einmal bin ich bei irgendeinem Sprung nicht mehr weiterkommen, habe keinen Bock mehr gehabt und einfach aufgehört. Und das ist aber so die ganze Zeit gegangen. Ich habe dann natürlich nicht gespeichert gehabt. Und dann habe ich das Spiel beendet, genau an dieser Stelle. Und habe es nach einer Zeit wieder neu angefangen. Aber allerdings halt ein gänzlich neuer Spielstand, nicht? Also habe ich das Ganze nochmal von neu gemacht, bin ihm wieder von neu nachgegangen. Alles wieder von neu. Und das ist dann immer wieder so gegangen. Also kurz gesagt, ich kann den Anfang des Spiels schon ziemlich auswendig, währenddessen ich den Rest gar nicht kenne. Sollte ich vielleicht einmal nachholen. Im Insgesamt würde ich sagen. Da werden wir jetzt gleich aber Besucher bekommen. Früher, ich habe von diesen Raubkassen immer so Angst gehabt, ich bin da nie oben gestanden und haben die von oben abgeballert. Das werde ich aber heute mal anders machen. Ja, heute werden wir uns wiedersehen hier. Fühlen sich die von automatisch ab? Ich hoffe mal. Ich werde sie jetzt einfach mal benutzen. Da kommt's. Wo ihr mehr seid. Kommt raus. Kommt raus. Jetzt erschrecke ich mich bestimmt gleich voll. Da war's. Es waren bestimmt so zwei oder so. Wow. Wow, bist du nah, steht direkt einer, ja. Uiuiuiui. Wo ist denn der zweite? Habe ich den schon? Ja, das sieht schon relativ ruhig aus. Na, also der Schatz muss jetzt auch noch sein. Ups. Da hinten war noch einer. Oder? Ja. Und den habe ich mich noch erinnern können. So. Und ich glaube, das waren jetzt aber alle. Ich glaube, die Vögel zeigen einem hier auch ein bisschen den Weg. Bin mir noch nicht sicher. So, jetzt erkunden wir das mal von vorn bis hinten den Platz hier. Einfach mal, um zu sehen, ob noch irgendwo Schätze liegen. Ach, Lehrer. Ich habe übrigens letztens ein irrsinnig lustiges Bild gefunden. Im Internet, wo sonst? Und zwar, wir waren da oben. Links war, glaube ich, die Lehrer. Rechts war, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Seinen Namen habe ich noch nie gewusst. Grant? Ist er Grant? Ich weiß es wirklich nicht. Und zwar vom Spiel Uncharted. Ich habe Uncharted noch nie gespielt. Ich frage mich immer, um was es geht. Ich weiß nur, dass er ein Waisenkind ist. Aber was er genau macht und was die Story ist, keine Ahnung. Ich würde es gerne mal probieren, Uncharted, um ehrlich zu sein. Würde ich gerne mal einen Teil durchspielen. Auf jeden Fall stand links Lara Croft, rechts dieser Typ von Uncharted und in der Mitte der Indiana Jones. Und es war einfach so lustig. Die Lara und der Typ von Uncharted waren irrsinnig wütend aufeinander. So wollten sie schon fast so eins zeigen, wer hier der Boss ist, nicht? Und in der Mitte stand der oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. In der Indiana Jones, genau. Wie kann einem dieser Name entfallen? Geht's noch? Und hat die beiden auseinandergehalten. Und einfach nur gelacht und ruhig Kinder, ne? Das Bild hat wirklich was gehabt. Vielleicht, wenn ich es wieder finde,
gebe ich es in die Videobeschreibung. Da muss ich mich allerdings daran erinnern, dass ich das in diesem Part hier gesagt habe. Und euch das in diesem Part versprochen habe, nicht? Hoffentlich tue ich das. Ich sage mal, ich versuch's. Wenn nicht, dann sorry. Okay, also hier. Ich habe jetzt gerade. Was ist das für ein seltsames Gebilde? Sind das nur die Sterne oder? Seltsam. So. Sieht irgendwie aus wie so ein nackter Männerkörper. Okay, ich habe schon wieder seltsame Gedanken. Das heißt, ich sollte Schluss machen. Genau an dieser Stelle. Werden wir dann das nächste Mal weitermachen? Werden. Na, wir sind aber ganz schön dreckert schon wieder, oder? Tja. So ist halt unser kleines Schweindal. Ne? So, wir werden hier weitermachen, werden hier hinaufklettern und sehen, was sich dort oben in den Baumkronen, in den Tempelstücken, Resten so verbirgt. Tja, bis zum nächsten Mal.